Dieser Film zeigt die Geschichte unseres Mountainbike-Alpencrosses mit Start in der Nähe von Garmisch und Ziel in Riva del Garda. Es ist nun 6 Uhr genau und in der Nacht hat es ziemlich stark geregnet, einmal eine Stunde. Jetzt ist alles so Nebel verhangen, aber wir sind frohen Mutes. Und der Kurt hat seine Sonnenbrillen vergessen, so starten wir in unser Abenteuer. Erreicht. Nach einer längeren Pause, Stunde circa, in Landeck, da haben wir was gegessen und getrunken, sind wir jetzt schon im Paznauntal. Das ist die Einfahrt mit der alten Eisenbahnbrücke und der Festung. Wir sind herum. Gewaltige, wie sagt man denn, Eindrücke. Es ist ein Tal, das da rauf führt. Es sind 500 Höhenmeter knapp gewesen jetzt von Ischgl. Teilweise recht steil, steile Rampen. Hat gefordert, aber es ist eigentlich ganz gut gegangen. Und jetzt sind wir mal gut relaxen. Hoffentlich werde ich nicht schnarchen, dass der Kurt auch schlafen kann. Und dann werden wir ausgeruht, schauen, dass wir morgen weiterkommen. So, Resümee des ersten Tages. 105 Kilometer Streckenlänge, Höhenmeter im Aufstieg 2082, im Abstieg 995, Gesamtdauer 11 Stunden 13, davon 7 Stunden 43 tatsächlich in Fahrt. Das Wetter ist schön. Oben wird uns wahrscheinlich ein bisschen Schnee erwarten. Temperatur ist angenehm. Kurt ist gerade beim Fertigmachen der Fahrräder. Und ja, wir brechen jetzt auf und freuen uns schon auf das, was uns erwarten wird. Musik.
soll, damit man keine nassen Füße kriegt. Nach einer Stunde Fahrzeit ist die Heidelberger Hütte erreicht. Erst das kurze Etappenziel, wenn man so will, und jetzt geht's auf Trail über den Fimperpass drüber. Altes Sprichwort sagt, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. So, wir sind jetzt am Fimperpass. Der Kurt steht bereits oben, wie ihr seht, auf über 2600. Das erste Ziel für heute haben wir erreicht. Ja, war lässig, absolut super. So, jetzt stehen wir also da am Fimperpass auf 2608 Meter Seehöhe und laut Beschreibung steht uns jetzt ein wunderbarer Abfahrtstrail bevor, auf den freuen wir uns schon. Also Helm auf und auf geht's!
Ja, auch ein Bäusli muss ab und zu einmal sein. Hier in Grioche stärken wir uns, bevor es weitergeht ins Val Sinestra. Inzwischen sind wir in Sur-En angelangt, dem unteren Eingang zur legendären Uina-Schlucht. Durch die Uina-Schlucht wurde in dem Zeitraum zwischen 1900 und 1910 aus landwirtschaftlichen Gründen ein Steig in den Felsen geschlagen. Diesen spektakulären Steig wollen wir nun mit dem Mountainbike bezwingen. Hopp, 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 hopp. Geh mal. Keine Müdigkeit vorschützen. Ja, die Flucht filmen, die schöner. Okay, Flucht filmen. Thank you.
interessanteste Strecke, die man in der Schweiz machen kann. Und der Einheimische hat gesagt, die haben wir hinter uns. Wir sind schon ziemlich fertig, was sagst du? Allerdings, ja, wer soft ist, aber heraus nicht, das ist ein Wahnsinn. Ja. Hoffentlich ist es nicht mehr weit, aber ich glaube, es ist nicht mehr weit. Nach dieser eindrucksvollen Begrüßung auf der Sesvener Hütte ein paar statistische Daten zur zweiten Etappe. Länge 55 Kilometer, aufsteigende Höhenmeter 2272, abgefahren 1793 Höhenmeter, Dauer 10 Stunden 14, davon tatsächlich in Fahrt 7 Stunden 37. Weg. Jetzt einmal runter ins Tal Richtung Santa Maria in Münstair. Es ist ziemlich kalt, nebelig. Man sieht es jetzt auf den Bildern. Wir haben so ziemlich alles an, was wir anziehen können. Ja, und dann geht's auf den Umrailpass. Wir sind da jetzt in Santa Maria im Münstertal.
das ist der Beginn des Einstieges zum Umbrailpass. Das wird unser erstes Zwischenziel sein. Von hier geht es dann weiter, wenn wir sehen, auf den Stelvio oder auf die Porchetta di Forcola, glaube ich, so sagt man. Und der Kurt genießt. Ein letzter Koffeinstoß vor dem anstrengenden Einstieg. Sagt mir gut, das ist jetzt das, was ich gern habe, normale Passstraßen mit so aufgequellen. Es geht schön dahin, Temperatur passt, wir sind da im Schatten und ja, fahren wir einfach weiter, nicht? Dann wird man aufgekommen. 1000 Höhenmeter haben wir noch. Wir sind jetzt ca. 600 Höhenmeter unter der Passhöhe und hier beginnt die legendäre Schotterstraße. Ich fahre jetzt dann in die letzte Senke. Rechts oben sieht man die Straße, drauf zum Umbrailpass, gerade vor uns. Die Schneefelder, das sind schon die Gletscher vom Stülfser Joch, wo dann auch die Skipisten sind. Und links hinter dem Rücken, wo am Horizont quasi, wo links die Schneefelder aufhören, dort in dieser Senke ist dann der Passo di Stelvio. Es waren jetzt 2,5 Stunden circa. Kurzer Schwenk. Das Wetter schaut ein bisschen beschissen aus, vor allem oben am Stülfser Joch. Ich werde jetzt einmal ein bisschen herzoomen. Ja, das ist das Stülfser Joch. Seht, das ist alles wolkenverhangen, relativ viel Schnee. So, jetzt wollte ich die Kollegen vom Schweizer Zoll besuchen und was ist? Zu ist, vor verschlossenen Türen stehen wir, das ist ein Wahnsinn. Ja, und jetzt haben wir nicht das einmal ist eine Drittlandsgrenze. Nicht einmal einen Pass haben wir gebraucht, Kurt. Dabei haben wir heute so viel Schmuggelware bei uns. Ja, genau. Es fängt jetzt leider zum Regnen an. Wir werden jetzt das Regenband anziehen und dann schauen, dass wir im schnellsten Weg runterkommen nach Bormio. Zu Ende der dritten Etappe in Bormio sind wir fast schon wieder trocken. Die Länge der Etappe war 62 Kilometer, aufgestiegen sind wir 1641 Höhenmeter, abgefahren gewaltige 2676 Höhenmeter, 7 Stunden 23 waren wir unterwegs, davon tatsächlich in Fahrt 5 Stunden 13. Ja, und wieder verspricht es ein schöner Tag zu werden, allerdings nur bis zum Mittag und dann steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 50%. Lassen wir uns überraschen, wann es uns wacken wird. So, wir starten Tag 4. Unser heutiges Ziel ist der Gavia-Pass. Und wenn es das Wetter zulässt, fahren wir dann auf der Hinterseite runter und noch ca. 40 Kilometer in südsüdwestlicher Richtung zum Talort von unserer morgigen Etappe. Auf geht's!
Asphalt an. Liebe Grüße an unsere Verantwortlichen. Das erste Mal der Blick rauf in Richtung Gavia-Passübergang. Man sieht ihn noch nicht, er ist da rechts hinter dem Rücken versteckt noch. Aber ja, 200 Höhenmeter noch und dann haben wir es geschafft. Wir sind jetzt in Amgavia auf 2652, einer der legendären Pässe da herinnen, wo der Giro schon oft und oft drüber gefahren ist. Man sieht da drinnen im Lokal von jeder Giro-Etappe, die da drüber gegangen ist, viele Bilder. Für mich ein ganz lässiger Berg und bin froh und glücklich, da sitzen zu dürfen. Und nachdem wir ja nicht wissen, wo wir da wieder herkommen, hat der Kurt gemeint, er wird doch jetzt auf die Passtafel sein, vor allem der Berge-Logo und somit auch ihn selber und ein bisschen an mich als treuer Begleiter verewigen. Viertelstunde circa zwei Karabiniere befragt, wo wir schlafen können, und die haben uns diese Unterkunft da empfohlen. Das ist das Bar-Restaurante Vivione, und ja, da werden wir jetzt einmal ein Bierle trinken und ein bisschen relaxen und die Nacht verbringen. Im Zuge der vierten Etappe sind wir 76 Kilometer gefahren, davon aufsteigend 1501 Höhenmeter und abgefahren 2217 Höhenmeter. Unterwegs waren wir 6 Stunden 50, davon 5 Stunden 17 tatsächlich in Fahrt. So, wir verlassen jetzt hier dieses Ristorante Vivione in Perzo Demo, den absoluten Tiefpunkt unserer bisherigen Reise, also den tiefsten Punkt unserer bisherigen Reise auf 500 circa Meter Seehöhe, und werden uns in weiterer Folge dem Passo di Campo zuwenden. Thank you.
Giorno. Wir sind jetzt im Valle. Das ist der letzte Ort oder größere Ort, den wir heute passieren. Jetzt geht es dann Richtung rechts in die Berge. Frage ich mich ein bisschen, was wir da tun. Viel Hoffnung habe ich nicht bis zum Passo di Campo, dass wir fahren werden. Aber ja, jetzt sind wir schon da. Nur 20 Meter haben wir wohl fahren können. 20 Meter bist du gefahren, das stimmt. Aber jetzt sind wir da. Das Wetter haltet noch so halbwegs. Und ja, schauen wir, dass wir weiterkommen. Ich möchte sagen, man muss mal mental sehr gefestigt sein, dass man den Krempel nicht erwischt und den Graben einfützt. So, jetzt sind wir an dieser Stelle, wo man sehr schön auf die Staumauer des Lago di Arno sieht. Der Passo Campo ist nicht mehr weit. Ein paar Meter noch. So, der Lee. Sag mal, Passo di Campo. 5 Stunden zu Fuß. Radlschirm. 1200 Höhenmeter. In etwa. Ja. Ja, war mal ein neues Erlebnis.
macht, haben wir es wiederholen, werden wir es nicht mehr, glaube ich. Also, wer auch immer eine Transalp plant, den Bus auslösen. Ja. Das heißt, die sinnloseste Aktion ever in die Geschichte eingehen. 57 Kilometer dauerte die fünfte Etappe, davon im wahrsten Sinne des Wortes im Aufstieg 2019 Höhenmeter, absteigend 1984 Höhenmeter. Die Dauer war 10 Stunden 02 gesamt. Davon in Bewegung, in Fahrt kann man ja hier nicht sagen, 7 Stunden 46. Tag 6 der Expedition. Es kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir werden den jetzt dann so richtig genießen, den Abschluss dort, die Abschlussfahrt. Die Motivation ist vollgegeben, Power ist auch noch da. Wenn mein Knie nicht mitspielt, habe ich auch. Ich mache gut. Genau. Ja. Und ich schiebe hinten an. Also so. Ja, so. Und ja, wir fahren jetzt 10 Kilometer die Straße runter, dann biegen wir ab Richtung Tremalzo. Dann geht es über den Tremalzo Pass, über noch zwei kleinere Pässe. Dann wird es hoffentlich einen schönen Trail noch geben zum Abschluss, der uns gestern verwehrt geblieben ist. Und die spektakuläre Straße schlussendlich runter zum Gardasee nach Riva. Und immer kürzer.
wenige Meter noch, wenige Meter. Ja, wir kommen an den Ziel sehr, sehr nahe. Den ersten Zipfel vom See sieht man da unten. Einer ist dunkel, fast außer ist hell, der Tunnel. Bitte, Gedicht von Tunnel. Thank you.
Passo Rocchetta, der letzte Pass für heute. Ich hab gedacht, die Schirm hat ein Ende, aber... Belohnt mit so einem schönen Ausblick. Jetzt ist mal unten rausgefahren. Ja. Auf die Spitzhunde. Alpenüberquerung, Transalp 2013, Bauart bei Freund der Berge, ist abgeschlossen. Wir sind jetzt in der Zivilisation. Die heutige Tour, eigentlich für mich wesentlich länger, als ich mir vorgestellt habe. Anspruchsvoll, also keine Tour, keine Etappe zum Ausholen, sondern wirklich auch noch fordernd. Mit einer wunderschönen, ewig langen Abfahrt über viele, viele Kilometer, über Trails. Ja, immer wieder der Blick zum See. Schlussendlich schauen wir jetzt rüber auf Torbole. Links Riva, das sieht man jetzt nicht. Da werden wir schlafen. Das Zimmer ist reserviert, das Bier ist kalt. Schön war es, anstrengend war es, glücklich sein wir. Thank you.
Nach dieser sehr, sehr langen und schönen Abfahrt über 2222 Höhenmeter langen wir glücklich in Riva del Garda ein. Diese sechste Etappe dauerte 70 Kilometer. Aufgestiegen sind wir 1855 Höhenmeter. Gedauert hat die sechste Etappe 10 Stunden 47 Minuten, davon 6 Stunden 52 in Fahrt. Damit ist es auch Zeit, über die Gesamtstrecke Bilanz zu ziehen. Es waren 425 Kilometer, 11.370 Höhenmeter. Wir waren 56 Stunden und 29 Minuten unterwegs, davon tatsächlich in Fahrt, schiebend oder tragend 40 Stunden und 28 Minuten. Das Ganze während 6 Tagen. Ja, in Ermangelung geeigneter Protektoren muss man irgendwie improvisieren und das schaut dann so aus. Wenn ich gebe, die Sau bleib ich stecken. Ja, jetzt holt mal die. Nein, vergiss es. Weil gerade Zeit ist, Gedicht von Tunnel. Fast einer im Tunnel ist hell. Nein.